Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf, kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und Manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren und bleiben hier. Warum ist das alles alternativlos? Und warum gibt es keine öffentliche Diskussion darüber? Warum akzeptieren wir das alles kritiklos? Und warum gibt es keine zweite Meinung mehr wie früher? Ich verstehe es nicht. Wie, wo, was, warum? Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist? Wer, wie, wo, was, warum? Mach ich mir weiter wie bisher oder folgt dein Sicht? Wer, wie, wo, was, warum? Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein? Wer, wie, wo, was, warum? Ich will nicht kritisieren, nur fragen muss erlaubt sein. Ich verspüre großes Bedürfnis, mich euch mitzuteilen. Hab viele Gedanken in meinem Kopf und muss sie mit euch teilen. Ich weiß nicht, wo das alles enden wird, doch was ich weiß. Jetzt ist die Gelegenheit, nur mal den abgefuckten Scheiß hinter uns zu lassen und von vorne anzufangen. Gestern, heute beenden, um ins Morgen zu gelangen. Und das Wichtigste dabei ist, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Nicht in links, rechts, schwarz-weiß oder in Altersklassen. Wir müssen zusammenhalten und brauchen keinen Alleingang. Keine globale Inszenierung auf keinerlei Leinwand. Keine Mainstream-Medien, keinen, der für uns denkt. Keine Finanzelite, die das Schiff hier für uns lenkt. Keine Parteipolitik, keine Scheindemokratie. Die Zeichen zeigen uns schon wie. Kein Kapitalsystem basierend auf immer mehr Zuwachs. Die Welt braucht keinen Bill Gates, die Welt braucht wieder einen Tupac. Zwei, drei Revolution, generell viel mehr Achtsamkeit. Hört auf zu schlafen, wir brauchen euch, dass ihr wachsam seid. Mehr Gelassenheit und weniger Provokation. Mehr Spiritualität, egal von welcher Religion. Brauchen wieder mehr Respekt vor Leben und Natur. Brauchen viel mehr Aufklärung und viel weniger Zensur. Und wir brauchen sicher keine Hetze oder Propaganda mehr. Ich bin nicht alleine und das weiß ich, also Hand aufs Herz. Er findet auch, dass es jetzt endlich an der Zeit ist, dass der Wohlstand dieser Welt gerechter verteilt ist. Sag mir, er findet auch, das ist ein Witz und wird verflickt wütend, wenn ihm sogenannte Volksvertreter ins Gesicht lügen. Er findet auch, dass das hier alles so gewollt ist. Denn wenn es nicht so wäre, dann wäre es nicht so, wie es heute ist. Er findet auch, dass das jetzt